Hallo, ihr Lieben. Ich starte einfach. Chat ist so süß. Und mit dem Chat ist es sehr schön, einzusteigen. Ihr schreibt so nett. Genau, die Moni fängt schon an. Was ist mit dem Stammtisch in Wien? Gründet doch mal bitte ein Zusammentreffen außergewöhnlicher, bunter Menschen, die gleiche Interessen haben, ähnliche Ziele haben. Es ist so viel einfacher, wenn man Gleichgesinnte hat. Das ist ja eine Erfahrung, die ich schon seit vielen, vielen Jahren mache mit Online-Gruppen, egal wo, ja, Facebook, Xing, sonst wo, nichts wie ran. Und ich habe super schöne Erinnerungen an meine Zeit in Wien. Das war, warte, lass mich überlegen, 2010 und 2011 hatte ich für 1,5 Jahre lang ein Büro und eine Wohnung in Wien. Und ich habe das so, geteilt. Ich war immer eine Woche in Wien, 3 Wochen in Deutschland. Eine Woche in Wien, 3 Wochen in Deutschland. War schön, war toll. Ach, ich müsste mal wieder hin, ehrlich. Ja, hallo Martina auch. Dich kenne ich noch nicht. Ja, toll. Also, Katharina nimmt das in die Hand. Warte mal, lass mich mal kurz denken. Ich komme gern nach Wien. Leute, völlig off-topic, ja. Ich komme überall hin, wo ich eingeladen werde. Es ist immer so, ich will keine große Organisation für Seminare und Events haben. Wenn ich eingeladen werde und die Rahmenbedingungen stimmen, gehe ich überall hin. Ich war schon, was weiß ich, in Hamburg, in Berlin, in Köln, in Düsseldorf. Das muss jemand organisatorisch übernehmen. Das ist Anmeldung, das ist Werbung, das ist Marketing und all sowas. Ich gehe überall hin, ja. Mache ich so gerne. Und Wien ist immer eine Reise wert, ne? Ist klar. Ja, okay, fangen wir doch mal einfach an, oder? Ich darf mich nicht ablenken lassen von eurem Chat. Ich mache auch gleich den Chat zu, sodass nur ich und meine Assistentin Monika, die mache ich mal zu meiner Assistentin. Moment, wo ist denn das? So viel Zeit muss sein. Wo ist denn die Moni? Da. Die kriegt ein Krönchen. So sieht das hier nämlich bei uns aus. Ein Krönchen heißt, sie ist Co-Moderatorin. Als Co-Moderatorin hat sie die Möglichkeit, auch dann, wenn ich gleich den Chat abstelle, immer noch Links, Kommentare zu posten, die ihr auch seht. Sonst sehen nur Moni und ich eure Kommentare, was es sehr viel leichter macht, wenn wir später in der zweiten Hälfte des Webinars zur Fragebeantwortung kommen. Dann könnt ihr mich gerne löchern, wie kriege ich meine eigene Intuition auf Vordermann gebracht und was ist es, was mich vielleicht davon abhält. Ich kenne Menschen, die haben Angst vor ihrer Intuition. Ich hatte gerade heute ein tolles Coaching mit einer Frau, die sehr viel wahrgenommen hat, also Opa gestorben und nachts wirklich erlebt. Und das ist so eine ganz intensive Form der Intuition oder auch gespürt, das war dann für sie schrecklich, zweimal mit Freundinnen, wo die schwanger waren, gemerkt hat, dieses Kind wird nicht auf die Welt kommen und beides Mal hat es dann gestimmt. Da kannst du Schiss kriegen, ist klar, ne? Aber wir können was dagegen machen und wir können auch diese ganzen Fähigkeiten der Intuition, das Bauchgefühl, das ist so ein inneres Wissen, so eine innere Weisheit, wir können das schärfen. Moni, noch ein F mehr. Office mit zwei F. Super. Ihr seid süß. Klasse. Ja, ich mache mal den Chat aus. Moni könnt ihr immer noch lesen, ne? Ist klar. Habt ihr verstanden? So. Sehr süß. Okay. Ihr schwitzt in Wien auch. Das finde ich gut. Es gibt noch keinen Stammtisch in Wien. Leute, das ist ein Fehler. Bunte Zebras in Wien, davon gibt es so viele. Ich hatte immer das Gefühl, überproportional viele. Aber vielleicht ziehe ich die auch an. Egal. Okay, lasst uns starten. Herzlich willkommen zum Webinar. Schärfe deine Intuition, treffe gute Entscheidungen mit deiner Intuition und erkenne, dass die Intuition deine unbewusste Intelligenz ist. Ist das eine schöne Formulierung, wie ich finde, für die unbewusste Intelligenz als Intuition? Ich bin Anne Heinze, ich bin Inhaberin der Open Mind Akademie, ich bin Coach, ich bin Autorin, ich bin Coach-Ausbilderin und ich habe einige Online-Kurse in die Welt gebracht, wo ich all mein Wissen reingepackt habe für Menschen, die jetzt kein Coaching machen wollen und die auch nicht reisen wollen, aber dennoch mein Wissen haben wollen. Unter anderem auch einen Intuitionskurs. Und diesen Intuitionskurs stelle ich gegen Ende des Webinars vor. Übrigens, ihr Lieben, mit einem speziellen Rabatt für die Teilnehmer jetzt am Webinar.
Schön. Okay, ich habe auch eine Präsentation vorbereitet, weil viele von euch wissen es. Ich versuche immer, den Verstand mit einzubeziehen. Wenn wir den Verstand nicht mit Informationen füttern, wenn der keine Argumente hat, wenn er nicht weiß, aha, deswegen, dann steuert er oft dagegen. Dann ist er so ein kleiner Querschießer, wie heißt das? Quertreiber und stört dann oft gerade die Intuition. Und wenn der Verstand weiß, warum die Intuition gut ist, gelingt es viel leichter, so eine Balance hinzubekommen zwischen Verstand und Bauchgefühl, zwischen dem Rationalen und dem Emotionalen, was aber noch tiefer geht, aus dieser inneren Weisheit heraus. Jetzt machen wir mal die Intuition an. Genau. Nein, das war falsch. Noch ein Klick, da ist er. Könnt ihr die Präsentation sehen? Schreibt es mal kurz rein. Ja, gut. Okay, perfekt, dann klappt das ja. Okay, zum Ablauf ganz kurz. Ich zeige euch die Präsentation, ich gebe Hintergrundwissen, ich beantworte wahrscheinlich schon viele Fragen, die ihr im Vorfeld habt. Und danach beantworte ich eure persönlichen Fragen herzlich gerne. Mache ich furchtbar gerne, das ist ja der Sinn und Zweck von diesen Live-Webinaren. Sonst könntet ihr auch einfach ein aufgezeichnetes Video anschauen. Nutzt die Möglichkeit. Ich habe ja gesehen, viele von euch haben schon viele Aufzeichnungen von Webinaren aus meinem YouTube-Kanal gesehen, aber da könnt ihr keine Fragen stellen. Da sind die einfach nur zum Konsumieren. Jetzt nutzt die Gelegenheit. Könnt euch jetzt schon überlegen. Schreibt es noch nicht rein, bitte, weil in 20 Minuten sehe ich das nicht mehr, wenn ihr da weiter durchscrollt. Es werden immer mehr Teilnehmer, sehe ich gerade. Lass mich da kurz reingucken. Ach, und die Moni, natürlich. Die Präsentation, die könnt ihr auch unter Dokumente bei EduDip downloaden. Ihr müsst also jetzt nicht mitschreiben. Wobei es natürlich immer sehr sinnvoll ist, auch Schreibmaterial dabei zu haben, wenn ich euch nämlich Fragen stelle. Weil ich liebe Fragen, und zwar Reflexionsfragen. Das sind Fragen, die machen so ein Ding-Dong. Ja? Das ist so eine, ich würde fast sagen, ja, kann ich auch sagen, das ist so eine Spezialität von mir, Fragen zu stellen, die etwas in dir triggern, die ein Saatkorn legen und dann dazu führen, dass in dir so eine Tür aufgeht. Und diese Tür, da kann was durchgehen, das öffnet sich weiter. Vielleicht hast du erst nur einen Fuß reingestellt. Aber wenn die erstmal auf ist, dann passiert etwas, was ein häufiges Phänomen ist, was ich immer wieder erlebt habe. Etwas in dir, was vielleicht zum Beispiel heute zum Thema Intuition sich zeigen will, gelebt werden will, macht auf einmal, eine Gelegenheit, ich gehe da jetzt durch. Und das ist der Sinn und Zweck der Fragen und auch der Informationen, die ich euch in den Webinaren gebe. Gut. Was ist denn überhaupt Intuition? Unbewusstes Handeln, manchmal ein ungutes Gefühl, Geistesblitz. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Frage an euch. Wie verstehst du ganz persönlich Intuition? Was ist deine eigene Definition davon? Schreib es doch einfach mal kurz rein in den Chat, damit ich ungefähr weiß, was ihr für Ideen dazu habt und wie ihr es wahrnehmt. Gebt euch einen Moment Zeit. Wir haben genug Zeit, wir müssen nicht hetzen. Genau. Aus dem Bauch raus, ohne groß zu überlegen. Eine Ahnung, ein Gefühl, innere Bilder, bestimmte Richtungen, die ich wahrnehmen soll, innere Stimme, etwas fühlt sich gut an. Etwas fühlt sich schlecht an, eine höhere Eingabe, ein tieferes Wissen, Geistesblitz, Bauchgefühl, innere Weisheit nochmal. Ach toll, ja genau. Jeder hat so seine eigene persönliche Art, seine Intuition wahrzunehmen. Ich komme natürlich intensiv in der zweiten Hälfte der Präsentation darauf, wie du deine Intuition schulen kannst. Leute, ihr müsst wissen, hier, ich zeige euch mal hier meinen Arm, das ist mein Arm, ja, ihr könnt das nur in klein sehen jetzt, das ist ein Muskel. Auch die Intuition ist ein Muskel, die wir trainieren und schärfen können und veredeln können, einfach dadurch, dass wir sie viel, viel mehr benutzen und beachten. Eine wunderschöne Definition ist Wissen und Erkenntnis ohne Zurhilfenahme von Schlussfolgerungen oder Verstand.
auch ein angeborenes oder rein instinktives Wissen, eine Vertrautheit, ein schnelles, schlagartiges Auffassungsvermögen. Das ist eine der gängigen Definitionen von Intuition. Lass uns mal von der anderen Seite rangehen. Was sind denn Fähigkeiten und Merkmale von Menschen, die intuitiv sind, die intuitiv handeln, die intuitive Wahrnehmung haben? Sie haben ein sehr starkes Einfühlungsvermögen. Sie haben oft auch einen ganz starken Draht zu anderen Menschen. Manchmal verbunden, wie bei der Frau, von der ich eben erzählt habe, mit Vorahnungen. Sie können auch, nehmen wir das Schriftliche, also das kann ich zum Beispiel sehr gut, zwischen den Zeilen lesen. Wenn du hunderte von Lebensgeschichten in deinem Leben gelesen hast, so wie bei mir, bei Menschen, die zu mir zum Coaching kommen, die schreiben immer ihre Biografie, und du liest es durch in der Vorbereitung auf die erste Sitzung, dann lernst du auch alles zwischen den Zeilen zu lesen. Das sind so feine Informationen. Das Nichtgesagte wird viel lauter. Sehr spannend. Im Unternehmen sehr beliebt und ganz toll gesucht, Menschen, die Fehler erkennen und dann auch die Fähigkeit entwickeln, diese Fehler zu vermeiden. Intuition ist beileibe kein privates Vergnügen. Ich sage euch gleich, wie wichtig das ist, weil Intuition ist ein, ich hätte jetzt, nein, ich sag's auch, ein Garant für Erfolg. Für Erfolg. Wenn wir wirklich unsere Intuition schärfen, wenn wir ihr Vertrauen lernen, wenn wir ihren Ausdruck und ihre Sprache lernen, haben wir Erfolg im Leben. Erfolg heißt jetzt nicht beruflich, Karriere, sondern alles, was du dir wünschst, wo es hingeht. Das kann Erfolg in Partnerschaft, in Beziehung sein, aber auch natürlich im beruflichen Leben. Durch komplexe Zusammenhänge erkennen und gute Details wahrnehmen, ausgeprägte Fantasie. Viele der intuitiven Menschen denken in Bildern, nicht in alphabetischen Worten oder Zahlen. Sie sind oft sehr empfänglich für Mystik, Symbolik, Spiritualität bis hin zur Medialität. Meiner Meinung nach gibt es eine Abstufung, das ist die Hochsensitivität, das Fühlen von vielen Dingen, die in Menschen aktiv sind. Dann gibt es die Intuition und die Steigerung davon ist die Medialität. Ich sehe schon, viele von euch erkennen sich wieder. Oh, ihr seid süß. Ja, genau. Ach, schön. Genau. Frage, setzt ihr eure Intuition auch im Job ein? Lebt ihr das oder versucht ihr das eher zu unterdrücken? Die Frau heute, die ist halt so präsent, tolle Frau, die hat erzählt, dass sie oftmals ihre Intuition überhört hat. Sie hat ihr nicht getraut. Sie hatte noch kein Erfahrungsvertrauen. Und das ist natürlich was, was unter Umständen erst mit der Zeit wächst. Weil Erfahrungsvertrauen im Gegensatz zum Vertrauen, was einfach blind ist, ist ein Vertrauen, das wächst dadurch, dass du Erfahrungen machst wie, ach guck mal hier, das hat gestimmt. Ach guck mal hier, das ist etwas, wo es wirklich, ah, ja. Und dann lernst du auch die Art und Weise kennenzulernen, wie deine Intuition sich ausdrückt. Ist es ein Gefühl? Ist es ein Gedanke? Ist es ein Bild? Ist es auch eine körperliche Reaktion vielleicht, ja? Gut. Was im Unternehmen immer ganz wichtig ist, lass uns erstmal kurz den Business- und Karriereaspekt beleuchten, weil er ist so wichtig, weil er am meisten unterschätzt ist. Wir alle wissen, ah ja, ich habe ein Gefühl zu meinem Partner, zu meinem Liebsten, meiner Familie, Menschen, mit denen ich verbunden bin. Aber es gibt sehr schöne Untersuchungen, unter anderem von Gerd Gigerenzer. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Bauchgefühl. Das ist ein Professor für Psychologie und hat analysiert, dass zum Beispiel Börsenentscheidungen, also wie investiere ich was, primär übers Bauchgefühl erfolgreich sind. Genau. Er hat einfach wildfremde Menschen gefragt auf der Straße, welches Gefühl hast du, soll ich jetzt mal in Siemens oder in was weiß ich, Deutsche Bank investieren? Und die haben, ah, ich fühle mal, gucken wir mal, ja. Und dann hat er das verglichen mit den Menschen, die analytisches Verständnis da reingebracht haben. Und die Ergebnisse waren halt so, dass die Menschen, die intuitiv etwas geantwortet haben, ohne irgendein Wissen, besser lagen. Spannend. Ihr seht hier, welche Vorteile es hat, brauche ich euch jetzt gar nicht mal sagen. Es geht oft um super gute Entscheidungen zu treffen, schnell, irrational.
Manchmal brauchen wir die überhaupt nicht zu begründen. Und ich kenne Menschen, die begründen ihre intuitiven Entscheidungen auch im Business-Kontext hinterher danach mit rationalen Gründen, weil sie die dann finden. Ja, du kannst ja, na, Verstand, ihr wisst schon, ich sage immer, der Verstand ist eine Hure, geht mit jedem Gedanken ins Bett und ich kann den Gedanken jetzt in die Richtung lenken oder in die Richtung und werde Argumente dafür finden. Im Unternehmen äußerst hilfreich und oft praktiziert von guten Führungskräften. Intuitives Management ist zwanglos und kollegial. Und es gibt auch sehr gute Unternehmensbeispiele dafür, die habe ich euch hier aufgeführt, wie zum Beispiel Apple Computers oder Walt Disney, Atari. Schön, oder? Ihr habt ja echt gute Erfahrungen mit der Intuition im Job. Ne, dieses Fühlen. Ah, ja, ich sehe das hier so ab und zu im Chat, aber ihr traut dem Ganzen noch nicht. Wie kann ich lernen, dem Ganzen zu vertrauen? Warte einen Moment, ich komme drauf. Ich komme drauf und beantworte die Fragen. Ganz klar, immer in dem Moment, wo es um Menschen geht, hast du ein Gefühl. Ihr kennt es alle. Das ist Sympathie, das ist Antipathie, das ist verlieben wollen, haben wollen. Nee, bloß nicht. So, ne? In dem Spektrum bewegt sich das. Und das Gleiche geht natürlich auch bei Mitarbeiterführung und Auswahl. Und dann ganz toll bei intuitiven Menschen, sie können leichter neue Wege, neue Denkrichtungen ausprobieren als Menschen, die so nur ja, klare Schiene haben und sagen, in die Richtung geht's. Und du kannst sehr komplexe Themen auf einzelne Faktoren reduzieren damit und hast dann unter Umständen sogar bei, das kommt ja im Unternehmen häufig vor, kenne ich auch, Moni kennt es auch, hier bei uns bei der Open Mind Akademie, es gibt hierfür ein gutes Argument und dafür ein gutes Argument. Ja, was macht man jetzt? Ich entscheide konsequent, konsequent nach der Intuition. Hat sich sehr bewährt. Warum? Jetzt haben wir gleich doch mal das Hintergrundwissen dazu. Wer kennt das Eisbergmodell? Hier habe ich euch mal kurz aufgeführt. Das ist das explizite Wissen, ist das Wissen oberhalb des Wasserspiegels, aber wir wissen alle, unterhalb und drunter, ganz groß, ist das implizite Wissen. Das ist das, worauf Entscheidungsprozesse aus der Intuition zurückgreifen. Es gibt die Zahlen, ich weiß nicht, wer es gemessen hat, aber man schwankt zwischen 5 und 10% nur ist explizites Wissen. Also das, was ich deutlich bewusst wahrnehme, was ich auch eindeutig kommunizieren kann und mit Argumenten belegen kann. 90% ist das implizite Wissen. Also ich habe da irgendein Gefühl, ich kann zurückgreifen vielleicht auf das, was mal war und vielleicht das, was ich so glaube, was sein könnte. Und das hat aber den allergrößten Einfluss auf alle unsere Entscheidungen. Und je mehr wir lernen, auf dieses implizite Wissen der Intuition zu achten, umso besser werden logischerweise unsere Entscheidungen. Weil wenn ich nur 10% explizites Wissen habe, kognitiv, Verstand, linkshirnig und so weiter, 90% aber unterbewusst wirksam sind, dann werde ich natürlich viel bessere Entscheidungen treffen, wenn ich von dem unteren mehr anzapfen kann. Die Intuition führt dann auch zu Selbstvertrauen, zu Risikobereitschaft, zu Mut, auch zu Fehlentscheidungen, weil du lernst immer mehr, diesen Dingen in dir zu vertrauen. Und wenn du das lernst, entwickelt sich etwas ganz Faszinierendes, nämlich die emotionale Intelligenz. Die emotionale Intelligenz, die mit uns selbst zu tun hat, die mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstmanagementfähigkeiten zu tun hat, die wird dann größer. Ist verständlich, ne? Das sind die Elemente der emotionalen Intelligenz. Die Selbstwahrnehmung, die Selbststeuerung, soziale Kompetenz, Motivation und Empathie. Und hier seht ihr auch, wie nah das Wissen um emotionale Intelligenz und um Intuition den Menschen ist, die hochsensibel und hochsensitiv sind. Meiner Meinung nach ist diese ganze Intuitionsgeschichte, sag jetzt mal einfach so, Grundlage für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, weil die eigene Persönlichkeit wird aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Aus den 90% unterhalb der Wasseroberfläche. Und wenn ich lerne, dem zu vertrauen und das ein bisschen mehr hochzuheben über den Wasserspiegel, dann kann ich einfach ein freieres, besseres Leben führen.
Und deswegen plädiere ich, egal ob du hochbegabt bist, hochsensibel, vielbegabt, das haben wir noch hochsensitiv, ein introvertierter Mensch bist, ein spiritueller Mensch bist, ein meditativer Mensch bist, ein empathischer Mensch bist. Trainier deine Intuition. Denn je mehr die trainiert ist, umso besser werden alle deine Lebensfaktoren, privat und beruflich. Jetzt haben wir nämlich nochmal den Unterschied zwischen der emotionalen Intelligenz und der Intuition. Die emotionale Intelligenz, wenn du Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Motivation, Empathie und soziale Kompetenz hast, heißt das immer noch nicht, dass du eine hohe emotionale Intelligenz hast. Sondern wenn du das auch mit dem unbewussten Umgang mit deinen Emotionen koppelst, dann wird es spannend. Also wieder beim Eisbergmodell, wenn du deine 90% unterhalb der Wasseroberfläche mit einbeziehst in dein gesamtes Leben, dann entsteht wirkliche emotionale Intelligenz. Nicht allein durch diese Faktoren Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung. Das sind alles so Soft Skills, die kann man lernen. Mit Einschränkung, und zwar die Einschränkung heißt Empathie. Du kannst Empathie nur sehr begrenzt lernen, wenn du zum Beispiel ein Mensch bist mit Alexithymie. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Alexithymie. Schreibt ihr das mal vielleicht kurz rein in den Chat? Ah, okay. Andrea war ja schon öfters da. Ja, schön. Genau, danke, Babsi. Es ist Gefühlsblindheit. Alexithymie ist die Gefühlsblindheit. Wikipedia ist dein Freund, sagt dir alles darüber. 10% aller Menschen sind gefühlsblind. Was bedeutet, sie können nicht ihre eigenen Gefühle erkennen, außer über körperliche Reaktionen. Also zum Beispiel, ich habe Bauchweh. Ah, warum habe ich Bauchweh? Warum habe ich Bauchweh? Warum habe ich Kopfweh? Warum habe ich Kopfweh? Und dann kommen sie vielleicht drauf, welche Gefühle dahinter stehen. Sie erkennen diese Gefühle aber auch nicht in anderen Menschen. Und das macht es dann manchmal sogar geradezu tragisch für hochsensible und hochsensitive Menschen, die totale Gefühlsmenschen sind und sehr viel wahrnehmen, wenn die auf 10% aller Menschen sind hochsensibel, hochsensitiv, 10% aller Menschen sind alexithymiger, also gefühlsblind. Wenn die aufeinandertreffen, dann kannst du sagen, ich spreche Chinesisch mit mir, ich bin Spanier, ich verstehe kein Wort. Und das macht es natürlich echt, echt schwer. Gerade in der sozialen Interaktion. Er schreibt das so schön, Partnerschaft. Boah, schwierig, ganz schwierig. Chef, Kollegen, ja. Gefühlsblindheit, ja. Aber wichtig ist vor allen Dingen, es zu wissen. Weil manchmal erkennst du, wenn du dir überlegst, könnte dieser Mensch vielleicht gefühlsblind sein, dass das, was du mit ihm erlebst in Kommunikation, dass das nichts damit zu tun hat, dass der dir irgendwie nicht wohlgesonnen ist oder dir wie sagt man, ans Bein pinkeln will oder an Karren fahren will. Der kann nicht anders. Und wenn du das erkennst, dann entsteht oft sowas wie, ja, ich nenne das immer so eine Nachsicht. Und es ist alles nicht mehr so schlimm. Deswegen ist es so wichtig für mich, auch über Alexithymie aufzuklären und immer wieder zu sagen, Leute, die gibt es, diese Menschen, die gefühlsblind sind. Und die wollen euch nichts Übles, sie können einfach nur nicht anders. Du würdest jetzt auch nicht von einem Menschen, der 1,50 groß ist, erwarten, dass der Baseball, wie heißt das, Baseball? Basketball, ne, die Körbe da ganz oben so gut reinkriegt, wie einer, der 2 Meter groß ist. Das ist der Unterschied. So, und wofür ich stehe, ist nämlich genau das in der Mitte. Shake hands, also finde eine Balance zwischen dem, was dein Kopf dir sagt und dein Bauch dir sagt. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, Kopf aus, Bauch an, Fragezeichen. Ich bin nämlich nicht dafür, dass man einfach nur den Verstand ausstellen soll. Nein, im Gegenteil. Der Intellekt hat ein scharfes Auge für Methoden und Werkzeuge, aber ist blind gegenüber Zielen und Werten. Albert Einstein hat das gesagt. Und die Intuition, das Bauch, die alles das ganzheitlich erfasst, die hat auch deine eigenen Werte verankert. Und die erkennt auch deine persönlichen Kompetenzen, deine Fähigkeiten und dein inneres Potenzial. Dein Kopf unter Umständen nicht. Nun haben wir das ganz fette, wichtige Thema Entscheidungen.
Und es gibt so viele Möglichkeiten, über Entscheidungen zu diskutieren. Ich möchte euch den dritten Punkt vor allen Dingen aus dieser Präsentation ans Herz legen. Libet hat 1985 ein tolles Experiment gemacht. Und zwar ging es darum, wann hebe ich einen Finger, wann hebe ich einen Finger nicht. Und er hat herausgefunden, dass bereits 300 Millisekunden vor der Entscheidung, den Finger zu heben, im Gehirn Prozesse nachweisbar waren, die diese Entscheidung vorbereitet haben. Und das ist die Intuition. Ich kann dir das nicht sagen, was ich gleich mache, aber in mir gibt es diese Instanz. Ich nenne das auch gerne die innere Weisheit, die schon genau weiß, wann ich was tun sollte, was mir gut tut, was mich voranbringt, was meiner Persönlichkeit entspricht. Und darum geht es ja. Was mich mal interessiert jetzt gerade an der Stelle, schreibt es doch mal rein. Wie vertraut ihr denn eurer Intuition? Sagt es mal auf einer Skala von 0 bis 100. 0 heißt, nee, gar nicht, meine Intuition. Oh, nee, weiß nicht. 100%, dass ich vertraue der total. Und alles dazwischen, okay. Cool, oh, ihr rattert schon rein hier mit den Antworten. Hi, Hanna ist auch da. Hab noch gar nicht gesehen. Krit, yes, Antje, grüß dich. Wir haben einen Termin die Woche. Ich freue mich drauf. Wow. Also ist ja sehr spannend. Bei vielen ist es so 50-50. Das heißt, ich weiß, die ist da. Ich traue ihr aber noch gar nicht so richtig. Ah. Und eine ganz spannende Frau, die heißt leider anonyme Teilnehmerin. Vertraut ihr zu 99% geile Frau. Pass mal auf. Kannst du reinschreiben, wie hast du das gelernt? Das kann ich natürlich auch gerne an die anderen weitergeben. Was war denn für dich? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Gab es für dich eine Erfahrung? Gab es für dich eine Art von Übung, Training? Was hat es für dich leicht gemacht, zu 99% zu kommen? Ich habe da 30 Jahre für gebraucht. 40? Ja. War schön, was ihr schreibt. Und dann 50-50. Ja, genau. Deswegen bist du hier im Webinar. Du möchtest gerne wissen, wie man den Intuitionsmuskel schärft. Gibt es ganz viele Übungen. 35 Übungen. 35 Übungen habe ich zusammengetragen, um die Emotionen. Intuition. Ich lese gerade hier weiter. Sorry. Hast auch 30 Jahre dafür gebraucht. Also alle, die ihr noch ganz jung seid, die ihr jetzt gerade im Webinar aktiv seid, habt mal Hoffnung. Man kann alles wirklich unheimlich gut einüben. Und was wirklich toll ist, es ist nie zu spät. Brauchst dir nie Gedanken darüber zu machen, ob es in irgendeiner Weise schwierig sein könnte oder ja, unter Umständen so ist das, ich schaffe das nicht, ich habe da keinen Zugang dazu. Wir können das alle, wenn wir uns öffnen. Muss mal kurz lesen. Sonne, ich sitze in der Sonne, seht ihr es? Ich sitze in der Sonne. Gleich kommt sie rum, muss ich meine Lampen anders einstellen. Ja, das mit der Intuition ist so etwas, was, wenn du lernst, dem zu vertrauen, ich komme gleich auf eine ganz wichtige Übung, um Vertrauen zu lernen, dann hast du eine unglaublich tolle, faszinierende Konstante im Leben. Das ist ein Fundament, auf dem du wirklich stehen, leben, agieren kannst, was wesentlich weniger wankelmütig und beeinflussbar ist als der Verstand. Der Verstand, da kommt irgendetwas daher mit guten Argumenten. Nehmen wir mal das Thema, du bist vielleicht sogar eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit und gibt tausend Dinge, die dich interessieren. Und du möchtest gern dies oder jenes, dann weißt du aber nicht, was soll ich denn jetzt machen? Dann kannst du Plus-Minus-Listen machen und die üblichen analytischen Dinge. Aber viel besser ist es, wenn du zudem parallel, ne, ich gehe nochmal zurück auf das Bild hier. Parallel, ja, auch den Bauch einbeziehst. Einerseits Verstand und dem Verstand auch wirklich gute Argumente lieferst, weil mit guten Argumenten gibt er eher Ruhe, wenn der Bauch sagt, aber pass auf, da gibt es noch das und das und das. Ja. Wir können also lernen, diese Waagschale, diese Balance herzustellen. Ich halte nichts davon, sag's nochmal, den Verstand irgendwo in die Ecke zu stellen. Gar nicht. Der braucht seine Argumente, der braucht seine Analysen, das ist für den wichtig. Aber der hat halt auch eine Schwester, ne? Der Verstand und die Intuition. Und die Geschwister können super gut miteinander. So wie ich mit der Moni. Ach, übrigens habe ich nicht gesagt, Moni ist meine Schwester.
Ja, meine Schwester, die mich wunderbar verwaltet, mir assistiert, ganz tolle Sachen weiß, viel mehr in vielen Dingen als ich, was zum Beispiel unsere Website angeht oder Kurse angeht oder Links angeht. Und deswegen ist sie an meiner Seite. Finde ich toll. Sie ist 1 Jahr, 3 Monate und 10 Tage älter als ich. Ja. Süß, eure Kommentare. Ja, passt. Ach ja, machen wir mal weiter hier. Es gibt einen Online-Kurs. Den Online-Kurs, den sollte ich ja heute vorstellen. Ich habe ja, ach, das auch übrigens. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, jemals, jetzt oder später, schreibt bitte an Moni oder Sabine oder wer ist denn da noch? Astrid im Büro Office at openmindakademie.de, weil da werden dann auch Fragen gesammelt, die ich dann in einem der kommenden Webinare erkläre, wo ich dann die beantworte, gerade für Menschen, die keine Möglichkeit haben, live dabei zu sein, aber trotzdem eine Frage haben. Diese Fragen beantworte ich dann im nächsten Webinar, wenn es zum Thema passt, ne? Ist klar. So, der Online-Kurs, das war die Frage. Es gibt 4 Module in diesem Kurs. Und die Frage war, was ist denn in den Modulen enthalten? Wie hast du das mit den 35 Übungen gemacht? Erkläre ich kurz. Erster Punkt. Grundlagenwissen. Also auch Untersuchungen, Möglichkeiten herauszufinden, auch auf Giga-Renzer verweise ich oder auf Steve Jobs, ganz intuitiver Mensch und wie heißt der andere nochmal? Einstein, der hat ganz viel intuitives. Nee, Moni, nicht den Link. Ich habe einen anderen Link. Den Link von der Moni, den vergesst ihr mal ganz kurz. Ich habe nämlich vereinbart heute mit Enrico, meinem herzallerliebsten Partner für die Online-Kurse, dass ihr Teilnehmer einen Rabatt bekommt. Und ach, ich mache ihn jetzt rein. Moni, warte mal, ich finde ihn. Warte kurz. Wenn ihr den Link von der Moni nehmt, ist der nämlich nicht drin. Und das wäre blöd. Aber warte mal kurz. Ihr kriegt nämlich als Teilnehmer von dem Webinar heute Abend. Moment, Copy, Paste. 20% Rabatt. So, und der Link, den ich jetzt gepostet habe, den könnt ihr nehmen, um dann auch die 20% zu bekommen. Nicht den oberen, okay? Gilt noch bis morgen Abend. Morgen Abend 23:59 Uhr. 23:59 Uhr. So, erstes Modul. Zweites Modul, jetzt geht es nämlich los. Im zweiten Modul gibt es 13 Übungen. Diese Übungen sind so aufgebaut, dass sie sich ergänzen und staffeln. Jetzt braucht ihr aber keinen Schiss zu kriegen nach dem Motto, so viele Übungen. Wir haben hier 13 Übungen, in dem haben wir 9 Übungen und im letzten Modul 13 Übungen. Diese Übungen, die sind so, dass es wie so ein Buffet ist. In diesem Buffet kannst du schauen, passt es zu mir, passt es nicht zu mir, ist es etwas, wo ich sage, ja, toll, kenne ich schon von meiner Natur her oder hey, das könnte eine geile Ergänzung sein. Diese Übungen, gerade auch in der Interaktion mit anderen Menschen, könnt ihr frei auswählen. Das ist kein Muss, ist logisch, ne? Ist klar. Jetzt habe ich das ziemlich schnell gemacht, nochmal hier. Übergeduldet. Ja, das ist jetzt nicht meine Stärke, aber Geduld ist ein wichtiger Faktor. Und ganz interessante, sehr spannende Forschungsergebnisse. Wir haben im Herzen tatsächlich Rezeptoren, die nachweislich reagieren, wenn über die Herzmuskulatur, wenn unsere Intuition sich spürbar macht, bemerkbar macht, spürbar ist. Und die können wir erkennen lernen. Das ist wie so ein Training, auch hier der Muskel, Herzmuskel. Und spannenderweise sitzt ja auch immer, wir sprechen immer, lass dein Herz sprechen, öffne dein Herz, wenn es um intuitive, emotionale Dinge geht. Unsere Sprache sagt da schon sehr viel. Und es gibt natürlich, klar, Kopfmenschen und Herzmenschen. Im dritten Modul gibt es ganz viele Werkzeuge. Und zwar vor allen Dingen hier in Bezug auf körperliche Gesundheit und den inneren Heiler. Wir haben in uns natürlich die Fähigkeit, unsere Intuition auch einzusetzen, um alles, was jetzt in Dysbalance ist und dann unter Umständen zur Krankheit führt, wieder in ein gutes harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Und im vierten Modul,
Geld, ja klar, Geld, Leute, Geld, Geldentscheidungen mit Intuition zu machen. Das ist das Modell zum Beispiel Giga-Rente, Bauchentscheidungen. Man kann super tolle Entscheidungen treffen für Wohlstand, für inneren und äußeren Reichtum aufgrund der Intuition. Ist super gut nachgewiesen, auch in Unternehmen. Da gibt es übrigens auch eine Untersuchung aus einem anderen Kontext. Sind Menschen eher erfolgreich, die Geber sind, oder sind eher Menschen erfolgreich, die Nehmer sind? Und da gibt es ein spannendes und frustrierendes Ergebnis. Sowohl Menschen, die Geber sind, sind sowohl die erfolglosesten Menschen als auch die erfolgreichsten Menschen. Und entstehen tut der Erfolg, wenn der Geber gleichzeitig die Balance zwischen was tut mir gut und wo ist es nur für andere, also auch hier wieder die eigene Intuition sprechen lässt. Yes. Die Moni hat vielleicht einen Link dazu, zu dem Artikel. Ich habe da auch einen längeren Artikel drüber geschrieben. Okay, weiter zum Kurs. Was kriegst du da? Ups. Was kriegst du dabei? Deine eigene Intuition zu schärfen, Selbstzweifel und inneren Kritiker in Schach zu halten. Weg finden, wie man sich beruflich erfolgreich positionieren kann, Bestimmung finden, Partnerschaft, ja, auch die schönen Dinge. Geht wirklich, ich habe es ausprobiert und mit ganz, ganz vielen Menschen und ganz viele Menschen begleitet in dem Kurs. Kostet 140 Euro. 140 Euro oder wenn ihr ein persönliches Coaching von 2x30 Minuten mit mir haben wollt, 290. Aber stopp, jetzt kommt der Rabatt. Das ist der Kurs, der Link, den ich euch schon reingetan habe, mit dem Gutscheincode Intuition20. Da ist der Direktlink und den könnt ihr auch anklicken, wenn ihr die Präsentation noch runterladet. So, wer ist dabei? Geiles Foto, ne? Ist ein bisschen älter. Ich sollte auch mal wieder meine Haare schneiden. Habe ich nächste Woche, glaube ich, einen Termin. Das war's. Das war's mit der Präsentation. Ich bin also total da für eure Fragen. Ich lausche und schaue hin, was ihr schreibt. Ja, gute Frage, danke schön. Wie kann man die Intuition am einfachsten schärfen? Am einfachsten ist für mich die Basis des Intuitionstagebuchs. Das Intuitionstagebuch ist sowas, was das Erfahrungsvertrauen schärft. Wenn du die Intuition hast, irgendetwas zu tun am Tag, egal. Kannst du auch banale Dinge fragen, wie zum Beispiel, werde ich eher einem Mann begegnen, wenn ich heute Morgen als erstes ins Büro gehe oder einer Frau? Welches Gefühl habe ich zu dieser Entscheidung oder zu jener Entscheidung? Und diese Gefühle, die intuitiven Gefühle, die schreibst du auf in das Intuitionstagebuch. Und am nächsten Tag, am Ende der Woche, am Ende des Monats oder nach einem halben Jahr schaust du nach, welche intuitiven Wahrnehmungen haben sich bestätigt. Wichtig hierbei ist, dass du auch aufschreibst, welche Art ist der Ausdruck deiner Intuition? Sind es Bilder? Sind es Gefühle? Bei mir sind es zum Beispiel Träume. Ich träume Dinge, wo ich dann manchmal denke, ups, ja. Ich habe mal geträumt, mich hat einer betrogen, mein damaliger Freund. War in Hamburg und habe ich ihm am nächsten Tag erzählt, sagte, nö, ich lag mit Grippe im Bett und war ganz krank. Okay, armer Kerl, habe ich noch betüttelt. Ne? Und ein paar Monate später sind wir eingeladen auf einen Geburtstag. Und ich komme die Treppe hoch, die Frau, die Geburtstag hatte, öffnete die Tür und ich sage zu meinem Andreas, hey Mann, das ist doch die, von der ich geträumt habe. Da wurde er ganz kleinlaut und sagte, ja, okay. Also bei mir sind es Träume. Es gibt unterschiedliche Formen. Also wie drückt sich deine Intuition aus? Schreib das auf in dein Intuitionstagebuch und dann bewerte, wie war die Sprache der Intuition, die du wahrgenommen hast, so dass die dann auch wirklich gut und zutreffend war. Und wann war sie für dich eher, nee, das war nichts. Ja. Und vielleicht findest du dann auch schnell raus, ob dein Verstand reingefunkt hat, ob der irgendwie noch was zwischengemeldet hat. Intuitionstagebuch, sehr, sehr hilfreich, die Grundlage deiner Intuition. Vor allen Dingen aus einem Grund an der Stelle, sei das gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die mir immer erzählen, dass sie so wahnsinnig doll intuitiv sind. Sogar eigentlich bin ich medial.
Und dann frage ich immer zurück, okay, wie hast denn du das verifiziert? Ja, wie meinst du das? Ja, hast du mal eine Bestandsaufnahme gemacht? Wie ist denn die Sprache deiner Intuition? Wann war denn deine Intuition wirklich richtig? Oder sagst du einfach, ich habe eine tolle Intuition, hast aber nie geprüft, wie richtig das, was du wahrgenommen hast, ist. Und dazu hilft das Intuitionstagebuch. Erste super wichtige Übung. Ich gehe nochmal hoch. Ihr schreibt gerade ganz viel. Ich muss jetzt ein bisschen Zeit haben, um das zu scrollen. Ja. Frage, sind die Begriffe Seele, Intuition, rechte Hirnhälfte dasselbe? Nee. Rechte Hirnhälfte ist ja eine Art von, übrigens auch teilweise widerlegt. Wir haben auch festgestellt durch die Untersuchungen bei Schlaganfallpatienten, dass auch eine gestörte Hirnhälfte die Funktion auf die andere Hirnhälfte überträgt. Das kann umtrainiert werden. Aber Seele ist für mich nochmal ganz was anderes. Die Seele ist dein Wesenskern. Die ist einfach dein Wesenskern, dein Inneres, deine innere Persönlichkeit. Die sich unter Umständen über Intuition, aber auch mit dem Verstand ausdrückt. Beides. Die Intuition kann nicht anlügen. Gute Frage. Die kann nicht anlügen. Was anlügen kann, ist der Verstand. Der Intuition und einer intuitiven Wahrnehmung so reinfunkt und sagt, nee, komm, bitte, mach mal erstmal, ne? Und geh vorsichtig ran und dann überleg doch erstmal. Aber könnte es sein, dass? Und dann auf einmal fängst du an, auf diesen Verstand zu hören. Und der Verstand ist wirklich, ich sage das ja immer so drastisch, ne, ist eine Hure und geht mit jedem Gedanken ins Bett. Und wenn du dem dann jetzt Futter gibst für das Gegenargument, dann kann der auch das auf einmal ganz toll finden. Ne, also dieses, ja, schön. Ja, danke, gerne. Ne? Martina hat Bilder, um ihre Intuition wahrzunehmen. Ah, Klaus hat Ahnungen. Super, dass auch Männer dabei sind. Schön. Peter freut sich daran, immer wieder zu träumen auch. Und zwar beim Wachwerden morgens. Typische Phase. Ja, in diesen halb Wach-, halb Schlafphasen, Einschlafphasen, Aufwachphasen hat man einen sehr starken Zugang zur Intuition. Das ist bei mir auch so. Schön. Nächste Frage. Lass mich mal schauen. Frage. Was gibt einem die Intuition, was bringt einem die Intuition, wenn man eben zum Beispiel, so wie die Frau, von der du erzählt hast, zum Beispiel negative Ereignisse vorahnen kann? Ja, danke. Super Frage, habe ich mit ihr heute auch diskutiert. Komme ich gleich drauf. Also was kann man ja nicht immer etwas Negatives verhindern? Also was mache ich damit, außer dass es vielleicht, da war die Frage zu Ende. Ich habe da heute mit der Klientin intensiv drüber gesprochen, weil die Frage ist natürlich, würden wir das Ereignis verhindern, wenn wir früher, sie hat auf ihre Intuition, die zwei Frauen, die ihre Kinder verloren haben, das eine war behindert, Spina bifidus hat man aber leider erst im 8. Monat erkannt, die wollte es auf die Welt bringen, ist aber dann tot geboren. Und das andere war eine frühe Schwangerschaft und es kam zur Fehlgeburt. Hätte sie das verhindern können, wenn sie ihre Wahrnehmung angesprochen hat? Gibt es sowas wie einen Lebensplan, was nicht verhinderbar ist? Hätte sie aber, wenn sie es angesprochen hätte, den betroffenen Frauen vielleicht Unterstützung geben können? Angesprochen aber in welcher Form? Das war nur eine Kollegin von mir, also ein Coach auch. Und wir wissen, wir Coaches sagen nicht, wir fragen so, dass derjenige, der bei uns ist, seine eigenen Antworten findet. Du könntest also an der Stelle fragen, hast du irgendwie ein ungutes Gefühl in deiner Schwangerschaft? Hast du das Gefühl, es ist alles in Ordnung? Fühlst du dich wohl? Und was würdest du denn eigentlich tun, wenn diese Schwangerschaft nicht klappt? Würde dich das zu Boden werfen? Sie hatte übrigens, die Frau auch, ich auch, mehrere Fehlgeburten, sodass wir das alle wussten, um was es geht. Und die Vorstellung, diesen Menschen dann zu sagen, hey, es könnte vielleicht auch schief gehen und freu dich nicht so wahnsinnig viel und so, ne? Das kann man schon anbringen. Das kann man fragend mal sagen. Aber grundsätzlich bin ich auf dem Standpunkt, dass erst dann, Obacht, Merksatz, erst dann, wenn ein Ohr bereit zum Hören ist, sich die Worte finden sollten, um es zu fühlen.
Erst wenn ein Ohr bereit zum Hören ist, sollten sich die Worte finden, um es zu füllen. Das heißt, ich kann Dinge wahrnehmen mit meinen Klientinnen oder auch Seminarteilnehmern, auch Kursteilnehmern in unserer Kommunikation, die für mich wichtige Hinweise sind für die persönliche Entwicklung. Dann kann ich aber, dann bin ich eben, ich bin ja Hebamme, ja, so für diese Persönlichkeit und für die Ziele des Menschen. Und durch diese Wahrnehmung, die ich habe, und ich habe eine ultra geile Intuition, die ist einfach gut, ich weiß nicht, aber durch Training, ne, Muskeln, dann weiß ich, wie ich den Menschen dahin bringen kann, durch die Fragen seine eigenen Antworten zu finden, seine Wege zu gehen, die zu seiner Persönlichkeit gehören, oder wenn er noch nicht so weit ist, zu sagen, okay, es braucht noch Zeit. Wir brauchen für Entwicklungsprozesse oft Zeit. Nehmen wir das Beispiel einfach einer Entbindung. Da ist noch was gebunden, also noch an den Körper der Mutter gebunden. Da nützt nichts, wenn du dich da oben auf den Bauch legst und sagst, pff, ja, jetzt drück mal. Nee. Es das heißt übrigens auch, wenn ein Kind geboren wird, es wird entwickelt, wenn es aus der Vagina rauskommt, dass man die Schulter so, dass der Kopf und so, ne? Das nennt sich entwickeln, das ist ein Fachbegriff dafür. Und so ist es mit dem Entwickeln der Persönlichkeit auch. Als Hebamme bin ich da, setze all mein Wissen ein, damit das dann kommen kann. So, jetzt ist die Frage, entscheide dich selbst, was sagst du? Wie sagst du es? Manche Menschen haben den Glauben, wenn ich das sage, kann ich es verhindern. Das wäre auszuprobieren. Befreie dich aus alten Mustern, aus dem gleichen Alltag aussteigen. Was ist, wenn ich mir aber einen Alltag mit einem Menschen wünsche? Was ist? Okay, Schatzi, frag deine Intuition. Ist das ein Wunsch, der aus dem Verstand kommt, oder ist es wirklich tief dein inneres Wissen, dein Wesen, was da auch einen Partner an seiner Seite haben möchte? Und dann sagt deine Intuition, ja, nee, eigentlich bin ich total gern Single. Ist eigentlich total toll. Ab und zu mal, ja. Oder sie sagt, ja, klar. Und dann fragst du, okay, was kann ich tun, um einen passenden, es geht um das Passende, wohlgemerkt, Partner zu finden, der das Gleiche will wie du, der gleiche Lebensziele hat, der gleiche passende, nicht gleich heißt nicht passend. Also es kann ja sein, dass die Ergänzung die Spannung in der Partnerschaft für dich ausmacht, wo du sagst, ja, yeah, den will ich gerne haben, ja, der ist so anders, ja. Gibt Partnerschaften, die funktionieren super gut, wenn der eine sehr extrovertiert ist, der andere introvertiert. Der eine ist der Mensch, der mit ganz vielen sozialen Kontakten, der nächste ist der Fels in der Brandung, der einfach immer beständig da ist. Und das darf gerne nebeneinander sein. Wie redet die Intuition, Andrea? Ganz unterschiedlich. Wirklich ganz unterschiedlich. Wie spricht sie mit dir? Wie drückt sie dich aus? Also es kann wirklich sein, es gibt Menschen, die haben wie eine Art Sorte Gedanken, von denen sie wissen, der Gedanke ist aber jetzt nicht von mir. Ja? Und dann lernst du das ist so eine Art Ausdruck des Gedankens, zu verstehen und zu erkennen, dass das jetzt nicht aus dir herauskommt, sondern eine Wahrnehmung von außen. Deswegen das Intuitionstagebuch. Dann lernst du, diese Art Sprache, diesen Ausdruck zu identifizieren. Oder bei mir sind es oft Träume. Ich habe ganz starke Wahrnehmungen, wenn ein Mensch mit mir persönlich zusammen ist. Ich habe es aber auch dann, wenn ich ein Bild habe von den Menschen. Ich sage ein Beispiel dazu. Wird oft gefragt, arbeitest du auch mit hochsensiblen Kindern, hochsensitiven Kindern? Dann sage ich immer, ja, mache ich, aber ich muss sie dafür nicht sehen. Ja, wie das? Ich brauche immer nur die Mutter oder den Vater, die Hauptbezugsperson, ein Foto des Kindes und ein Bild des Kindes, wie es sich selbst in der Familie malt. Also ich, meine Mama, mein Papa, meine Geschwister, mein Wauwau, mein Haus, so, ne, wie Kinder sind. Und dadurch kriege ich so viele Informationen und ich tune mich da praktisch ein in diese Lebenssituation, mache also praktisch meine eigenen persönlichen Intuitionskanäle so weit auf. So weit aus, ja. Und dann kann ich aufgrund
der Erfahrung und des Erfahrungsvertrauens diesen Klienten auch weiterhelfen. Das ist eine Sache, die können wir üben. Super gut für Menschenbegleiter, super gut für Lehrer, für Erzieher, für Coaches, für Therapeuten, Psychologen, Pfarrer, Lehrer, alles das, ja. Eine super tolle Fähigkeit. Es gibt auch Menschen, da ist es so, dass sie praktisch wie einen anderen, mit dem sie zusammen sind, in sich abbilden. Ja, also ich nenne das immer dieses in sich abbilden. Sie spüren in die Körpersprache hinein und merken durch die, wie fühlt sich das Gesicht an, wie ist die Stimme, die Sprache, wie drückt sie sich aus, wie kommt sie aus dem Hals raus, wie ist der Blick des Menschen, wie ist der Händedruck, welche Modulation hat er, Gestik, auch Haltung, Gang, solche Dinge und dann bildet sich das in den Menschen ab und er kann aufgrund dessen diesen Menschen sehr viel tolle Hilfeleistung und Unterstützung für seinen weiteren Weg geben. Mein Kanal ist noch nicht so weit offen. Du, das ist auch hilfreich, wenn der nicht sofort auf ist. Ne? Das ist bitte etwas, ich sage nur nochmal, Intuition ist ein Muskel zum Trainieren. Wenn das passiert, das passiert manchmal übrigens, ne? Das können wie Erleuchtungserfahrungen sein. Es macht auf einmal Bang, den da, Bang, ganz groß auf. Und du hast es nicht gelernt zu kanalisieren. Und du weißt noch nicht, ist das jetzt meins, ist das vom Nachbarn, ist das von Papa, mein Hund war komisch und meine Schwester ist komisch oder was auch immer. Was ist denn das? Ja? Dann kann das ein echtes zu viel sein an Eindrücken. Dann kann es für dich so überwältigend sein, dass du damit nicht umgehen kannst. Deswegen sei nicht traurig, wenn der Kanal noch klein ist. Du kannst den langsam öffnen. Und jetzt bitte nicht vergessen, nach einer Öffnung bitte auch wieder schließen. Deckel drauf machen, zumachen und sagen so. Ich will nicht spüren, wenn ich beim Supermarkt an der Kasse stehe, wie es der Frau vor mir geht und dem Kind hinter mir und dem da an der Seite und die Kassiererin und die hinten an der Bäckerei und das will ich nicht wahrnehmen. Und deswegen mache ich dann, ne, ich kann das wissen wie eine Blende. Ne? Ich nenne das immer die Blende beim Fotoapparat. Auf und zu machen. So, eine weitere Frage. Ich sage gerne intuitiv meine Wahrheit, wenn ich mich rechtfertigen müsste. Steige ich manchmal intuitiv einfach aus? Ist das zickig? Moment, spannende Frage. Ich sage gerne intuitiv meine Wahrheit, wenn ich mich rechtfertigen müsste. Steige ich manchmal intuitiv einfach aus? Ist das zickig? Du hast ein ganz schönes Codewort genannt hier, Hanna. Es ist ja so, dass du von deiner Wahrheit sprichst. Es gibt bald, glaube ich, 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt und jeder hat seine eigene Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit. Die ist immer interpretiert. Sie fußt immer auf deinen Erfahrungen. Sie fußt immer auf deinen Wahrnehmungen. Also welche Kanäle nutzt du wofür? Und sie kann natürlich auch dann ganz anders liegen, falsch liegen. Ja? Die Frage ist es hilfreich, ist es nützlich, jemand anderem deine Wahrheit zu sagen? Wenn du dich rechtfertigen musst oder das Gefühl hast, dich zu rechtfertigen, dann frag dich an der Stelle vielleicht zuallererst, ist es wirklich wahr? Ne, die typische, tolle, erste Frage von Byron Katie aus The Work. Ist das wirklich wahr? Muss ich wirklich meine Wahrheit jetzt sagen oder was? Ich werde es nicht ändern? Könnte eine Erkenntnis sein oder das Ohr ist ja noch nicht offen und nicht bereit zu hören. Es ist besser, ich bin ruhig. Es kann sogar sein, im schlimmsten Fall, ich schade mir damit, wenn ich meine Wahrheit sage und der andere depp halt, ja, der nicht, der kapiert nichts und so. Also manchmal ist es hilfreicher, ne? Deswegen das Kapitel Intuition und Geduld aus dem 4. Modul da im Kurs. Geduld, das ist auch so ein Ding, ne? Das kann sich entwickeln mit der Zeit und es wird besser. Ich bin bekennenderweise kein geduldiger Mensch. Ich mag es gern im Flow, ich mag es gern fließend, ich mag es auch gern zügig. Aber im Vergleich zu vor 30 Jahren mit 26, da war ich wirklich total, Moni könnte da jetzt
Könnte da jetzt eigentlich zu sagen, okay, Schatzilein, machst du aber nicht. Jetzt ist es besser geworden. Das ist was, was du lernst. Das ist etwas, was wächst mit dem Erfahrungsvertrauen auch. Oh yes. Übrigens, wir sind sehr, ziemlich ähnlich gestrickt, Moni und ich. Die hat es auch nicht so mit der Geduld. Übrigens, ist auch nicht schlimm. Ja, ist auch nicht schlimm. Aber weißt du, Menschen, denen du beim Laufen die Schuhe besohlen kannst, die also ganz langsam und gemächlich sich an irgendein Thema ranpirschen, ja, die würden wir auch mit unserer Art überfordern. Ja, und jeder hat so sein eigenes Tempo, seine eigenen Wege. Ja. Und jeder ist okay. Meine Grundhaltung ist, du bist okay, ich bin okay. Und wie wir dann miteinander umgehen, ist doch eine Frage des Konsens. Und wie wir den aushandeln und ob wir Kompromisse finden mögen oder sagen, nee, bis hier noch nicht weiter, haben wir schon öfters mal gehabt, ne? Moni, bis hier noch nicht weiter. Jahrzehnte haben wir nicht miteinander gesprochen. Ja, nicht miteinander gesprochen. Genauso. Und das ist wieder gekommen. Übrigens, das war, glaube ich, Intuition von Moni. Ich hatte einen einzigen Facebook-Post gepostet. Vor, weiß nicht, 2 Jahren oder sowas, habe ich eine Mitarbeiterin gesucht. Und wie gesagt, Moni und ich, Jahre, Jahrzehnte, keinen Kontakt. Sie schreibt eine kleine E-Mail an mich. Was hat sie geschrieben? War ein Satz. Ich würde gerne helfen, wenn du mich brauchst. Habe ich gedacht, ups, das ist ja doll. Okay, was wird was bedeuten? Und meine Intuition hat gesagt, ja, ist eine gute Zeit. Und hat sich bewiesen so, ne? Ja, ist so. Ich habe viele intuitive Entscheidungen getroffen. Und ich habe auch, Leute machen was nicht besser als es ist, ich habe auch meine eigene Intuition schon richtig, richtig überhört, richtig verraten. Bis hin zu echt einer extremen Fehlentscheidung für mein Leben. Da ging es um eine Partnerschaft, die mich richtig, richtig viel Geld, Zeit, Kraft, Energie gekostet hat, wo ich im ersten Moment, als ich die Tür aufmachte, sagte, ups, ich muss weiter. Auch das ist mir passiert. Passiert mir aber heute nicht mehr. Man lernt dazu. Eure Fragen. Ich gehe noch mal kurz hoch. Was habt ihr für Fragen? Gibt es noch was? Ja, Geduld, ein Lebensthema, sehe ich nochmal. Zickig. Übrigens, zum Thema zickig, mach dich nicht runter. Ja, das ist so ein oft Verurteilen, was wir dann haben, dass wir sagen, ja, ich bin halt nicht so, ne? Weil das so Aussagen sind, die wir gehört haben. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, mich zickig zu nennen. Es gibt aber Menschen, die mich so betiteln. Das ist aber immer eine Aussage vom Menschen über ihn selbst vor allen Dingen. Er kann dann unter Umständen nicht damit umgehen, wenn ein Mensch eine klare Meinung hat, sie klar äußert, auch erstmal nicht einfach alles hinnimmt, was man ihm sagt. Zum Beispiel, das wird halt so gemacht. Oder das haben wir immer schon so gemacht. Und dann sagt, ja, wieso? Ja. Und nachfragt. Also das sind so die Unbequemen. Das sind so die, die sagen, ich habe einen eigenen Kopf und ich will den auch gerne benutzen. Oder ich habe eine eigene, tolle Intuition und ich werde sie benutzen. Und Menschen, die das dann nicht können, die gehen dann oft mit so einer Verurteilung um und sagen, zickig oder sowas. Ja, nein. Ja, noch eine Frage zum Kurs. Es gibt natürlich eine Ratenzahlung. Ihr könnt das auch in 3 Monatsraten zahlen. Müsst ihr nicht sofort. Aber legt sofort los. Ja, Intuition, schulen, aktivieren. Kann man wirklich super gut machen. Was haben wir noch für Fragen? Ja, klar, Urlaubszeit steht an und manche fahren vielleicht schon im Juni in Urlaub. Ihr könnt natürlich auch den Kurs unterbrechen. Also wenn ihr eine Woche oder zwei, nur weil jetzt jede Woche ein Modul geliefert wird, nicht könnt oder ihr seid krank oder Babysitter ist ausgefallen, macht euch keinen Stress. Das ganze Lernen funktioniert sowieso viel, viel besser ohne Stress. Das ist das Grundkonzept und meine gesamte Didaktik in allen Kursen, dass das Ganze mit Spaßfaktor laufen muss, sonst funktioniert es nicht. Sonst kommt nichts Gutes dabei raus. Dann hast du immer so einen Druck und unter Umständen Stress. Und es ist nichts für hochsensible und hochsensitive Menschen. Okay?
Moni hat nochmal den Link gepostet. Danke, ja. Okay. Ja, Kinder haben auch eine Intuition, aber das Schöne ist, Kinder fangen auch sehr früh an zu spielen. Was kann ich jetzt mit meiner Intuition mal ausprobieren? Die probieren doch alles intuitiv. Glaubst du, Beispiel, ich habe ein Beispiel aus meiner heutigen Vergangenheit. Ich hätte mich Lieder genickt vor Lachen und beinahe hätte ich mir in die Hosen gemacht. Also mein kleiner Enkel, 18 Monate alt, fährt mit seiner Mutter im Buggy durch die Gegend und hat eine Flasche, einen Becher Apfelsaftschorle. Und auf einmal schüttet er diese Apfelsaftschorle über sich. Ihr könnt euch vorstellen, es war nur so das ganze Kind von oben so nass. Und dann sagt meine Tochter, oh, hast du dich alles nass gemacht? Sagt er, nein. Wieso nein? Da, vor ihnen ging ein Mann. Da behauptet der was. Und sagt meine Tochter, der hat dich doch nicht nass gemacht. Ja. Und dann sagt der Mann, dreht sich um, sagt, nein, ich war es nicht. Dann zeigt der Kleine auf die Frau, die dabei war. Sagt, da, nass. So, das ist aber doch nicht, das ist doch kein Verstand, das ist ein Ausprobieren von etwas. Ja? Und schauen, wie weit kann ich gehen? So sind Kinder. Die probieren das intuitiv aus. Glaubst du nicht, dass ein 18-jähriger kleiner Knilch über Lügen nachdenkt und Vorteile sich verschaffen oder schon ganz sicher nicht bei ihm über bestraft werden oder sowas? Gar nicht. Ja? Er probiert einfach aus, was geht. Ja? Und der Mann hat den Apfelsaft ausgeschüttet. Nee, na, okay, die Frau hat den Apfelsaft ausgeschüttet. Ich habe mich kaputt gelacht. Warte mal. Übung, Körpersignale, den Körperteilen Farben zuordnen. Wo kann ich mehr darüber lesen? Ich möchte wissen, was meine Zuordnung bedeutet. Mein Buch, ach, ich habe es hier, Moment, ich kann es euch zeigen. Das da. Kopf an, Bauch aus, Fragezeichen. Ne? Ist gleicher Titel wie, ach, stimmt gar nicht. Der Kurs heißt Intuition, die unbewusste Intelligenz. Da geht es wirklich um diese Balance zwischen Verstand und Intuition finden. Da findest du auch jede Menge Inhalte, die dich da weiterbringen. Ich habe aber, sorry, ich habe da noch so ein anderes Gefühl, so eine Intuition. Das, was du schreibst und was du fragst, ich lese das jetzt gar nicht alles vor und auch nicht deinen Namen, aber du weißt, was ich meine. Das ist für mich so ein bisschen Anzeichen, dass der Verstand Hirnfutter braucht. Der will wissen. Ne? Ich möchte wissen. Ja? Das ist deine Frage. Warum willst du wissen? Wozu? Ist es wirklich wichtig? Ist es relevant? Bringt es dich wirklich weiter? Oder ist das einfach nur so ein Funken, rein Funken des Verstandes? Frag dich das mal. Okay. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Oh, okay, ich bin fertig. Ja, okay. Lass mich mal kurz gucken, ob ich noch irgendwie eine Frage. Also, es gibt. Klar, nein, natürlich muss keiner einen Kurs machen. Es gibt auch Seminare, aber auch die sind immer teurer als zum Beispiel ein Buch machen und ein Buch lesen. Und Coaching ist natürlich eine Möglichkeit für jemanden, der ganz tief einsteigen muss. Für alles dazwischen. Also du musst nicht Coaching machen und Seminare, das ist einfach immer teuer mit dem Fahren und mit Übernachtung und all sowas. Und Bücher, mit denen bist du halt alleine als Leser. Ist dieses Zwischending der Kurs. In Kursen ist es eben so, dass es gibt eine spezielle Facebook-Gruppe, wo die Menschen teilnehmen und sich auch austauschen über die Punkte in den Kursen, wo ich Live-Webinare mache und Live-Talks, um Fragen zu beantworten. Da seid ihr also nicht alleine. Ist nicht so das Gleiche wie mit dem Buchlesen einfach nur. Eine andere Variante ist auch noch, gibt die Open Mind People Gruppe bei Facebook, wo sich ganz viele Leute austauschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die mich beschäftigen und uns beschäftigen. Und da seid ihr natürlich auch herzlich gerne willkommen. Aber ich weiß, ich habe ja eure Teilnehmerliste schon gelesen. Die allermeisten von euch sind da ja sogar eh schon. Ja. Ja, ich sehe, ja, du schreibst, danke, ihr müsst euch verabschieden. Ja,
Es ist auch richtig, wir haben 22:05 Uhr gleich und wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. Genießt es noch, egal wo ihr seid, die Wärme, den Sommer und lasst eure Intuition sprechen. Ich freue mich sehr, wenn ich euch wiedersehe, wenn ihr in irgendeinem Kurs von mir an meiner Seite seid, in der Open Mind People Gruppe und natürlich auch fürs nächste Webinar. Haben wir nicht morgen schon wieder eins? Morgen, glaube ich. Morgen sind die Scanner, die 5 Geheimnisse der Scanner-Persönlichkeit, das Hauptthema. Also, auf bald. Eure Anne. Tschüss.